Liebe Trader, an den Märkten geht es heftig zur Sache. Wir Trader müssen jetzt voll konzentriert sein. Wenn es in dem Tempo weiter nach unten gehen sollte, könnten wir zeitnah einige schöne Rebound-Bewegungen in Einzelaktien sehen. Wie ich hierfür vorgehe, um diese Titel zu identifizieren und wann der geeignete Zeitpunkt kommt, den Kaufbutton zu klicken, das zeige ich im heutigen Video. Ich habe grundsätzlich zwei verschiedene Ansätze. Zum einen nehme ich mir die Deutschland TF Prime Liste zu Hilfe und nehme das Kriterium Abstand vom 3-Tages-Hoch und zusätzlich noch das Trendstärke-Kriterium. Mit diesem Ansatz versuche ich jetzt, schnelle Pullback-Bewegungen in trendstarken Aktien zu identifizieren, vor allem jene Titel, die jetzt auch in den letzten Tagen bis Wochen wirklich nochmal eine starke Rallye-Bewegung absolviert haben. Diese Titel könnten jetzt in einem schwachen Marktumfeld auch mal ganz schnell binnen weniger Tage 15 bis 20 oder sogar auch 30% von ihren Hochs verlieren. Und das sind dann die perfekten Rebound-Bedingungen, weil man immer wieder beobachten kann, dass eben diese scharfen Einbrüche wieder gekauft werden und es zu schnellen Konterbewegungen in Folge kommen kann. Folgende Vorgehensweise. Ich sortiere jetzt nach den größten Verlierern, ausgehend eben vom 3-Tage-Hoch. Und um sicherzustellen, dass es sich hier auch wirklich um trendstarke Aktien handelt, nehme ich mir hier zur Information noch die Trendstärke hinzu. Und jetzt haben wir hier Aktien wie eine Technotrans. Und das sind genau solche Titel, die ich unter strengster Beobachtung habe. Technotrans zuletzt hier eine brutale Rallye eingeleitet. Und inzwischen notiert die Aktie aber auch schon mit knapp 13% vom 3-Tage-Hoch entfernt. Und wenn diese Bewegung sich jetzt im heutigen Handelsverlauf weiter beschleunigen sollte und Technotrans in Richtung minus 10, minus 12% vordringt, dann wäre ich bereit, ein erstes Rebound-Manöver zu starten. Und wie sollte das Ganze ablaufen? Wir nehmen uns hier die kleinere Zeitebene. Und was ich von Technotrans jetzt eigentlich sehen möchte, ist eine weitere schnelle Beschleunigung nach unten, ein sogenannter Panic Peak. Und wenn es dann zu einer schnellen Konterbewegung kommen sollte, dann sind das exzellente Situationen, um mit einer engen Risikotoleranz hier auf eine Konterbewegung zu spekulieren. Wenn dieser finale Peak ausbleiben sollte, dann kann auch sein, erst morgen wird die Aktie für einen Rebound interessant. Wir wissen nicht, wie weit diese Korrekturbewegung jetzt läuft, aber mit diesem Ansatz können wir eben grundsätzlich versuchen, kurzfristige Überverkauftheit ausfindig zu machen. Und hierfür gilt es, Richtwerte zu beachten. 2- bis 3-tägige scharfe Rücksätze Größenordnung minus 15, minus 20%. Beziehungsweise auch Intraday-Verluste in der Größenordnung Richtung minus 8 bis minus 10%. Welche Titel habe ich noch auf der Watchlist? Ich nehme wiederum den Tageschart. Neben Technotrans ist zum Beispiel auch eine Paragon-Aktie interessant. Der Titel notiert schon mit knapp 7% hinten. Man hat jetzt vom 3-Tage-Hoch knapp 13% verloren, aber noch sehe ich hier keinen Handlungsbedarf. Wie gesagt, entweder Paragon beschleunigt heute nochmals die Abwärtsbewegung, geht in Richtung minus 8, 9, 10%, oder wir sehen morgen nochmals einen dritten Korrekturtag, sodass sich dann auch die 3-Tages-Verluste häufen in Richtung minus 20%. Und wenn dann eben eine schnelle Peakbewegung nach unten noch kommen sollte und es kommt sofort die Konterbewegung, dann sind das gute Situationen für einen Rebound. Ähnlich heute wie bei Evotech, ich nehme den Intraday-Chart, die Aktie kam schwach rein mit minus 8% und dann hat sofort diese starke Konterbewegung eingesetzt. Und wenn man im Vorfeld nochmals diesen Abrutsch sehen sollte oder morgens über ein sogenanntes Capitulation Opening Gap und es kommt eben zu diesen starken Gegenbewegungen, das sind gute Rebound-Situationen. Schauen wir uns noch Werte an. Eine Wacker Neuson ebenfalls sehr, sehr interessant, ja, befindet sich jetzt hier in einer klassischen Beschleunigungsphase dieser Abwärtsbewegung. Man hat hier idealerweise auch heute nochmal dieses jüngste lokale Tief herausgenommen. Bei Wacker Neuson hat sich ja zuletzt auch das Geschäft belebt und die idealen Rebound-Situationen sind eben gerade erfüllt. Wir haben einen schwachen Markt, es kommt Angst hinzu, die Käufer bleiben aus und wenn dann gesunde Unternehmen ohne unternehmensspezifische Nachrichten überproportional stark unter Druck geraten, dann sind das die perfekten Rebound-Situationen. Das heißt, eine Wacker Neuson heute bei minus 6-7% wäre auch schon eine Option für ein antizyklisches Long-Manöver. Und der zweite Ansatz, der sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich gehe unter Radar, Radarbox, Scan,
sage unter Bollinger Bänder das Ganze auf Tagesbasis. Und hier möchte ich jetzt ebenfalls noch versuchen, weitere Überverkauftheit an den Märkten ausfindig zu machen. Und dafür nehme ich mir die Bollinger Bänder als Hilfestellung. Dann sortiere ich nach den größten Ausreißern und hier wird mir zum Beispiel jetzt auch ganz oben die Wacker Neuson angezeigt. Der Titel notiert aktuell schon mit minus 5% unter den Bändern. Das heutige Tagesminus beträgt aktuell minus 3%. Also auch mit diesem Scan hätte man den Titel sofort identifiziert. Ein weiterer Wert, der ganz oben jetzt auf meiner Watchlist sich befindet, ist eine CEWE Stiftung. Auch hier wiederum klassische Beschleunigung dieser Abwärtsbewegung. Wir notieren inzwischen deutlich unter den unteren Bollinger Bändern. CEWE Color gehört zu den deutschen Qualitätsaktien und vor allem qualitativ hochwertige Aktien. Dort macht es ja auch Sinn, wirklich antizyklisch die Hand aufzuhalten. Wir sehen bereits eine leichte Erholung von den Tiefs. Idealerweise beschleunigt sich das Ganze aber weiter im heutigen Handel, sodass der Titel dann auch in Richtung minus 6-7% auf der Long-Seite interessant wird. MTU habe ich ebenfalls auf der Watchlist. Hier sehen wir auch, diese Abwärtsbewegung hat schon seit einigen Tagen Bestand und könnte jetzt auch hier in diese finale Beschleunigungsphase übergehen. Oder eine Elmos-Aktie. Hier ist noch ordentlich Fleisch dran, aber gerade im Small- und Mid-Cap-Bereich im Nebenwertesegment sieht man, dass diese Titel in einem schwachen Marktumfeld auch mal ganz, ganz schnell überproportional stark unter Druck geraten könnten. Und wenn der Titel dann hier quasi auch nochmal dieses jüngste Verlaufstief herausnehmen sollte, dann könnte sich diese Bewegung auch nochmal stark beschleunigen. Und dann wäre auch eine Elmos Semiconductor heute im Bereich minus 8-9% für einen antizyklischen Long-Trade interessant.